Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei einem neuen Video wieder mit dabei seid. Ihr seht die Weihnachtsdeko im Hintergrund, hat aber nichts zu sagen. Ich lasse es jetzt einfach stehen. Ich finde die so schön, viel schöner als Herbstdeko. Und es geht jetzt auch auf Dezember zu, so mit großen Schritten einfach auf die Adventszeit. Unglaublich. Ich habe jetzt schon alle Adventskalender und so weiter fertig gepackt für Freunde, für Bekannte. Und darf die jetzt dann auch bald verteilen, weil es ist nicht mehr lange hin. Ja, was ist bei mir angekommen? Die Trendweather Box von November. Steht jetzt schon ein bisschen da, weil ich war ja auch nur im Urlaub und dann war ich wieder krank und so weiter und so weiter. Und ratsch, die machen wir jetzt miteinander auf. Dadurch, dass es schon viele Videos gibt, werde ich euch jetzt nicht lange alles vorlesen. Aber ich möchte euch trotzdem zeigen, was bei mir drin ist und wie meine Meinung ist zu den Produkten. Day and Night heißt die Box von November. Und wir starten doch einfach gleich einmal zu einem großen hier. Das ist ein Cappuccino vegan löslich. Leckere Espresso Hafertrinkmix. Oh, das klingt toll. Wir haben jetzt einen neuen Kaffee-Vollautomaten da stehen, der auch Mandelmilch aufschäumt und so weiter. Also richtig cool. Deswegen werde ich sowas. Ich habe einfach keinen Bedarf, aber vielleicht im Büro oder so. Getränkepulver mit löslichem Bohnenkaffee. Ja, total cool. Haferextrakt, Rohrzucker, Bohnenkaffee, Sonnenblumenöl. Gut, das ist jetzt auch ein bisschen Kalorienbombe. Aber ja, ich finde es nicht schlecht. Also so als Alternative und vor allem, wenn man irgendwo vielleicht mal in Urlaub fährt oder so, ist das auch eine coole Sache. Finde ich nicht schlecht. Ich werde nur überlegen, ob es bei mir bleibt. Und da ist gleich was, was ich wahrscheinlich ziemlich bald trinken möchte. Das hat sich ein bisschen abgesetzt. Das ist ein Ingwer- und Beeren-Shot mit Vitamin C aus Acerola. Ein Shot 100% Vitamin C. Den werde ich aber irgendwann morgens zu mir nehmen. Jetzt haben wir doch schon abends. Freue ich mich sehr drauf. Und was zum Naschen, oder? Snack It heißt das Ganze. Das ist mit wohl Tomaten-Basilikum oder so. Irgendwelche so Snack-Teile. Crunchy Snack It, der knusprige Hafer-Snack. Und wir kriegen morgen Frühstücksbesuch und deswegen werde ich das vielleicht auch auf den Tisch stellen. Ja, klingt interessant. Ich lasse es jetzt nochmal zu, aber vielleicht kommt es morgen gleich auf den Tisch. Ja, Trendwörter Box, falls ihr euch für ein Abo interessieren solltet, ich gebe euch unten in die Infobox einen Link, bei dem ihr die erste Box ein bisschen günstiger erhaltet. Grundsätzlich ist die Trendwörter Box gut. Aber sie hat so ein bisschen, man muss halt gucken, ob man mit den Produkten, hier, die hier drin sind, was anfangen kann. Es gibt Boxen, die gefallen mir besser, es gibt Boxen, die gefallen mir weniger gut. Also so immer wieder mal hoch und runter, sage ich einmal. Ja, letzten Monat hat sie mir super gut gefallen. Gucken wir mal weiter. Jetzt habe ich ein Buch gefunden, Nachts in der träumenden Stille. Gedichte und Geschichten zur Schlafenszeit, das finde ich total süß. Ich mag so kleine Büchlein nicht, wo man selber so reinschreiben kann, weil ich da schon so viel habe. Und das sind einfach schöne kleine Geschichten und Gedichte und so drin. So eine süße Idee, da freue ich mich sehr drüber. Und das wird auf jeden Fall in mein Schlafzimmer wandern, gleich neben das Bett. Und dann haben wir auch wieder was so für die cozy Stimmung hier. Die Daily Socks, Feel Good with Daily Socks. Die sind richtig dünn. Stardust, Moonlight. Designmäßig ist es jetzt nicht so meins. Ja, ist es ein bisschen, ich sage mal so grob, grobes Design. Ja, aber ansonsten, ich finde die irgendwie sehr angenehm, weil die halt nicht so dick sind. Designed mit viel Herzblut und Liebe zum Detail für, von Frauen für Frauen. Proudly produced in Portugal, handverpackt. Von Menschen mit Handicap. Ein Jahr Anti-Loch-Garantie, bewusst plastikfrei verpackt. Sowas hat man doch gerne. Und ja, aber was heißt plastikfrei verpackt? Aus welchem Material ist dann hier der Klebestreifen? Egal. Ich finde es schön. Ich freue mich drüber. Designmäßig ist es jetzt leider nicht so meins, aber werde sie trotzdem sehr gern benutzen. Und das nächste kenne ich. Das haben wir nämlich ganz oft von der Firma Ecover, das Waschmittel. Da gibt es ganz verschiedene. Ganz oft habe ich auch den Weichspüler da und ja, die benutzen wir regelmäßig. Deswegen sehr schön, dass ich ein Waschmittel Nachschub bekommen habe und jetzt nicht einkaufen gehen muss. Oh, die Schokoladenträume werden wahr mit Tonys Schokolonis. Ja, und es ist kein Erdnuss. Wie cool. Also Tonys Schokolonis, eine meiner Lieblingsschokoladen, weil sie einfach so schokoladig ist.
Und die hier ist mit zart-bitter Haselnuss-Crunch vegan. Klingt mega lecker und ja, die bleibt bei mir. Die kriegt niemand anders. Ein bisschen was haben wir noch. So ein kleines Teil hier. Shea Yeah. Hier Lip Balm mit Shea Butter, Ringelblume und Melisse. Wasserfrei, vegan und ohne Konservierungsstoffe. Okay, wieso achten wir drauf, dass es wasserfrei ist? Weiß ich nicht. Unter 25 Grad lagern. Ja, im Winter geht das gut. Mit Shea Butter aus Ghana, Kräutern aus der Schweiz. Oh, das klingt gesund, das klingt gesund. Und ich habe, doch, ich habe eine Schere hier. Es ist nämlich so gepappt. Kommt in einem echt coolen Design. Und so ein Design, das kenne ich noch gar nicht. Riecht sehr angenehm. Also so richtig angenehm. Auf den freue ich mich sehr. Der bleibt auch gleich heraus. Den werde ich dann ziemlich bald benutzen. Und jetzt haben wir hier noch ein New Key Care Essential. Ich meine, da war letzten Monat schon was in der Box. Und zwar ein Conditioner oder sowas. Also ich habe es dann meiner Freundin mitgegeben. Ich habe die Box ja zusammen mit Ute ausgepackt. Und ich meine, da war ein Conditioner oder sowas drin. Und hier haben wir eine Body Lotion Soft Pure Moisturizer and Panthenol Hautberuhigen Vegan. Ich hoffe, das riecht nicht so wie diese Haarmaske oder das andere, was wir da letztes Mal drin hatten. Das riecht ganz gut. Da habe ich noch die Spuren vom letzten Video. Riecht gut. Also das ist auf jeden Fall meins. Die kommt auch gleich zu mir. Da brauche ich keine aus dem Backup holen. Die kommt gleich zu mir in meine Schublade. Und da haben wir noch was, glaube ich, sehr hochpreisiges. Leider in Plastik verpackt, aber ist natürlich sicherer, in Plastik zu verschicken. Von Scon. Pore Minimizing. Sehr cool, ich brauche das. Anti-Aging. Ja, ich brauche ja auch Anti-Aging. Skin Texture. Extrakt mit Omega 6 bis 9 und Vitamin E. Also so viel rieche ich jetzt gerade nicht. Ich rieche eher nur die Body Lotion. Keine Ahnung, ich kann jetzt keinen Duft, aber warum steht dann damit Bergamott und Orange und so weiter, wenn es dann doch nicht so stark riecht. Ja, also ich werde es auf jeden Fall austesten. Wie findet ihr das? Also ich finde das irgendwie cool. Und da schwimmen irgendwelche Teilchen drin rum. Das schaut irgendwie aus wie so Staub oder so. Nee, das sieht witzig aus. So kleine Teilchen schwimmen da drin rum. Pore Minimizing, sehr cool. Ich denke, ganz, ganz viele haben große Poren. Und das kann man dann auch wahrscheinlich gezielt irgendwie auf die großen Poren aufgeben. Oder eben vielleicht auch eben in die Tagespflege mit einmischen. Sehr cool. Ein tolles Produkt. Und jetzt ist es zu Ende. Jetzt gibt es noch ein paar Flyers. Irgendwas mit Wechselbonus und so weiter. Und da gibt es eine Werbung von richtig coolen Taschen. Die Taschen finde ich mega schön. Und wieso ist da keine dabei? Das wäre doch cool, wenn wir da so eine kleine Kosmetiktasche oder so eine kleine Bag hier drin hätten. Das hätte ich total toll gefunden. Aber sehr cool. Da gibt es 13% Rabattcoupon auf alles. Mit einem vielleicht, ich glaube, sieht so aus, personalisierten Gutscheincode. Finde ich cool. Und das war die Trendreader-Box von diesem Monat. Und jetzt muss ich doch ganz kurz das Heftchen suchen, weil alle zwei Monate ist nämlich für Jahresabonnentinnen und Abonnenten ein Trend-Goodie drin. Ich meine diesen Monat nicht, weil da hatten wir doch letzten Monat den Duschschaum. Doch, ist eins drin. Es ist eins drin für dich als 12-Monats-Abonnent in das Special Trend Goodie ist das hier. Das Büchlein haben also nur die Personen drin, die die Box im Jahresabo haben. Und da hätten auch zwei verschiedene Bücher drin sein können. Einmal noch Achtsam unterwegs. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das hier habe. Finde ich klasse. Und dann gucken wir mal ganz kurz durch. Ja, also den Lippenbalsam hätte man haben können. Den hier hat auch einen Wert von 10 Euro oder ein fester Conditioner. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Produkt drin habe. Nicht, weil es zu meinem Pulli passt, sondern weil ich den festen Conditioner nicht benutzt hätte. Sehr cool. Und das hier hat einen Wert ab 66 Euro. Also da hätte es gegeben ein Silky Smooth Serum Öl oder ein Nourishing Face Oil. Ich habe das Silky Smooth, also freue mich über das hier. Und hat einen Wert ab 66 Euro. Krass, ich weiß, dass es eine ganz, ganz hochpreisige Marke ist. Dann diese Body Lotion, die hier hat einen Wert von knapp 10 Euro. Hatte das letzte Produkt, glaube ich, auch. Das Büchlein auch 10 Euro.
Und dann hatten wir noch diesen Snack. Den hier, den hatten alle drin. Mit einem Wert von 2,49 Euro. Wie gesagt, das mache ich morgen zum Brunch dazu. Dann der Ingwer-Shot, 1,99 Euro. Da hätte es auch noch eine Ingwer-Kurkuma-Variante gegeben. Und ich habe die Ingwer-Beeren-Variante. Dann diesen Cappuccino-Trink, den haben alle. Und Tonys Chocolonis haben auch alle die gleiche Geschmacksrichtung. Und dann hätte es noch gegeben, die Socken, genau, die gibt es, die 16 Euro haben die Socken wert. Gibt es nur in dem einen Design und das Waschmittel auch nur in dem einen Design. Und das war's. Und wie findet ihr die Box? Ich finde halt, das ist schon sehr, sehr hochpreisig. Hätten sie da zwei nicht so hochpreisige Sachen reingemacht, hätte es mir vielleicht besser gefallen, ein bisschen. An sich, ich kann mit allen Produkten was anfangen. Also von dem her ist es schon cool. Ich hätte auch 30 Euro wahrscheinlich für die Sachen ausgegeben. Gut, dieser Cappuccino muss ich mir jetzt mal gucken, ob ich den vielleicht mit einbaue. Aber wenn ich jetzt Socken gekauft hätte, die mir halt gefallen, hätte ich auch vielleicht so viel ausgegeben, wenn sie mir jetzt richtig gut gefallen hätten. Ist nicht ganz mein Design. Aber sonst echt spannende Sachen. Am allerbesten finde ich das Büchlein, finde ich mega süß. Ja, und die Pflegeprodukte finde ich toll. Die Bodylotion riecht auch total toll. Ja, sind schon schöne Sachen dabei. Waschmittel kann man brauchen. Natürlich. Also eine schöne Joinbox, wie ich finde. Ja, ich sage mal, wenn sie ein bisschen günstiger wäre, würde man sagen, sofort. Ja, die hat schon ihren stolzen Preis. Aber ich finde sie gut. Also diesen Monat würde ich sagen, Note gut 2. Ist prima, bin ich sehr glücklich damit. Wie gesagt, kommt es einmal drauf an, also nicht nur irgendwie, wie sind die Produkte im Wert, sondern auch kann man persönlich was mit den Produkten anfangen, weil die kann jetzt einen Wert von 1000 Euro haben. Wenn da nur Sachen drin sind, wo ich nicht brauchen kann, kann ich auch nichts mit damit machen, ja. Und so kann ich mit, bis auf das Cappuccino-Pulver, glaube ich, wo jetzt wegen meinem neuen Vollautomaten gerade nicht so gern benutzen möchte, kann ich eigentlich mit allem was anfangen. Sehr cool. Also, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und das Video verfolgt habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß und ich freue mich sehr, das Ganze mit euch teilen zu dürfen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald.